Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Karrierefolge mit dem MSV Duisburg. Wir müssen heute gegen Hamburg SV, also Hamburg Spielverein, nehme ich mal an. Oder Sportverein. Und ja, ihr seht schon, heute mal ohne Facecam. Ich bin ja immer noch an einer Grippe erkrankt, deswegen erspare ich euch heute mal die Facecam, weil so Untote sind nicht immer so schön anzuschauen. Und naja, meine Stimme hört ihr aber schon, ist schon besser als bei der Prognose. Das ist auf jeden Fall schön und auch sehr angenehm, muss ich sagen. Aber wie gesagt, die Facecam erstmal weg und da kann ich auch sagen, die wird die ersten nächsten drei Parts nicht dabei sein. Und zwar spielen wir heute gegen den HSV und ich hoffe, dass ich auch heute dann noch die vor der Transferfolge Folge mache. Heißt, da schauen wir uns nochmal den Kader an, schauen uns nochmal alle Spieler an und dann möchte ich auch Vorschläge haben. Heißt, ich möchte jetzt noch keine Vorschläge haben in diesem Part, sondern im nächsten Part gehen wir darauf genauer ein. Der hoffentlich heute noch kommt, ich es aber noch nicht ganz genau versprechen kann. Kann also auch sein, dass der erst am morgigen Freitag kommt. So, wir stehen derzeit in der Tabelle sehr gut da als Vierter, als Aufsteiger. Und deshalb habe ich gedacht, mache ich mal eine kleine Änderung. Und zwar habe ich in den Einstellungen bei der CPU ein bisschen rumgeforstet und habe mal die Vorstöße erhöht um 5%. Oder whatever, ich nehme an, dass es Prozent sind. Heißt, die versuchen jetzt auch mal ein bisschen aggressiver zu sein, die Bots. Was gar nicht verkehrt ist, würde ich sagen. Das letzte Spiel gegen Dortmund haben wir auch erfolgreich gewonnen mit 2:1. Davor gegen Gladbach 3:0. Heißt, wir spielen eigentlich derzeit wie eine richtige Top-Mannschaft. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir in das Spiel rein. Und wie gesagt, ich möchte jetzt noch keine Vorschläge haben bei diesem Part, sondern erst beim nächsten Part vor der, für die Vorschläge, sage ich mal. Ich mache ja extra einen Part dafür. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Spiel, ja, die Mannschaft kennen wir ja und wir spielen heute gegen den HSV. Eine in FIFA, glaube ich, sehr starke Mannschaft, wenn ich mich nicht irre. Ich schaue nochmal ganz kurz nach. Ach, Fünfter, die sind direkt hinter uns, heißt eigentlich auch so ein ziemliches Top-Spiel. Aber, naja, ich denke, dass wir trotzdem hier die Außenseiter sind und wir werden in diesem Trikot spielen und dann sehen wir uns im Spiel. Und hier sind wir in der Schauinsland-Reisen-Arena, ja, unsere Burg, sag ich mal. Wir sind ja aktuell heim, glaube ich, immer noch sehr stark, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich jetzt gespannt bin, was diese 5% so ausmachen. Und gleich werden auch nochmal die Mannschaften eingeblendet. Da kommen wir auch nochmal zu einer kleinen Änderung, die ich gerade vergessen habe, zu erwähnen. Aber zuerst sehen wir die Tabelle. Und naja, sehen auf jeden Fall, wir haben eine Tordifferenz, wenn ich das richtig sehe, von 11. Und das ist auch schon sehr stark. Heißt, wir sind auf jeden Fall im Positiven. Aber ich glaube, HSV wird keine leichte Mannschaft. Vor allem haben die einen Lasogga vorne drin, der echt nicht zu unterschätzen sind, aber wir sind einer der treffsichersten Vereine. Vor allem, also wie gesagt, Lasogga, der sehr stark ist. Dann Luis Holpi habe ich gerade schon gesehen. Da Lennart T, der heute mal für uns spielt, aus dem Grund. Wagner hat mir die letzten Spiele nicht gefallen und wir wissen ja auch noch nicht, ob wir Wagner halten. Das auch jetzt noch nicht in diesem Part schreiben, ob wir den halten sollten oder nicht, sondern erst im nächsten Part. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen das mal ein bisschen spielerischer und zwar mit T. Weil der Junge hat es halt auch mal verdient, von Anfang an zu spielen. Jetzt bin ich auch mal gespannt auf die Mannschaft der Hamburger. Ja, und mal gucken, ob es irgendwelche Überraschungen gibt. Eigentlich nicht so wirklich, ja. Yashi sagt mir jetzt nichts, aber sonst hätte ich mal mit dieser Aufstellung rechnen können. Diaz, oh Gott, da müssen wir aufpassen mit den Freistößen. Aber Lasogga und Holpi und Adler, die sind sehr stark. Heißt, die haben eigentlich überall einen überragenden Spieler. Aber in der Innenverteidigung ohne Giroud und ohne Giroud und Spahic. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt los und wir haben Anstoß. Ja, schwach mit dem schwachen rechten Fuß. Die Flanke sollte Klostermann wegbekommen, kriegen wir nicht. Und ja, das nenne ich mal eine Annäherung ans Tor. Weil der Meister davon rennt. Wenn jetzt eine gut getimte Flanke kommt, die wird richtig gefährlich. Wow. Ah, fuck. Jetzt Stieber über rechts. Ah, wir laufen vorbei. Und da kommt ein Kopfball. Allerdings hat Reda den sicher. Boah, sehr stark. Oh, nö. Pierre-Michel Lasogga. Jetzt haben sie Platz mit Diaz. Und was ein Pass. Aber Reda fängt den ab. Sehr schön. Und Green schießt einfach mal. Da ist seine Fresse im Weg. Jetzt Goiko Katscha. Und das wird einen Einwurf geben. Ne, Ecke sogar. Sehr schön. Ja, da freut er sich. Ja. So, Leitner mit der Ecke. Klostermann kommt dran. Ganz knapp. Schade. Bauen. Allerdings war das gar nicht schlecht, denn Goiko Katscha jetzt am Ball und der schießt. Der hat sich aber fast richtig gefährlich abgesenkt, ey. So, wir sind in der Halbzeit und ja, was lässt sich über diese Partie sagen? Die Partie ist an für sich gar nicht schlecht, aber beide Mannschaften spielen sich aber nicht
so viele Chancen heraus und ich muss sagen, ich verplapper mich heute extrem oft. Wie gesagt, also beide Mannschaften spielen sich nicht so viele Chancen heraus. Das geht auf jeden Fall noch besser von beiden Seiten. HSV ist eigentlich auch recht aggressiv und beide Mannschaften werden immer so gegenseitig so ein bisschen ausgekontert, was eigentlich ganz spannend anzusehen ist, aber halt wie gesagt nicht zu den besten Torchancen führt. Aber wenn wir noch eine Schippe drauflegen, dann könnte es auch zu was werden. T hat man noch nicht so häufig gesehen, aber das kann sich natürlich noch ändern. Nice. Oh, T mit der Möglichkeit, T! Oh mein Gott. Ich gucke schon wieder total verzweifelt in die Facecam, da fiel mir aber ein, die ist ja gar nicht an. Oh, T, ey. Da hat er die Chance, da hat er die Chance. Und verballert sie. Die gegen Klostermann. Ja, keine genaue Flanke, die kommt aber doch ganz gut, aber Wolze kann sie aufhalten. Und Pierre-Michel Azoga mit einem Abschluss. Boah, perfekt vom Fuß gegrätscht, ey. Egal, Castrati immer noch. Und Leitner schießt und der fliegt gut, oh mein Gott. Alter, Leitner ist ja ein richtiges Monster. Ich meine, ich weiß, dass ich Fernschüsse rechnen kann, aber das, holy shit. Alter, wie perfekt. Viertes Saisontor und oh mein Gott, der macht immer so mega wichtige Tore. Ich habe ja nicht gedacht, dass der sitzt, aber boah, Alter, so ein perfekter Kauf. Natürlich wird der auch so jubeln. Boah, Alter, Finne war der geil. Und damit führen wir 1:0. Green versucht's auch mal. Ja, aber er kann. Er ist halt kein Leitner, ein Zehner. Komm schon, weg mit dem Ball. Boah, Alter, Finne, ey. Allerdings wechseln wir jetzt auch mal aus. Wir holen auf jeden Fall mal T raus für Wagner. Und Miguel kommt mal für Green rein. Ja, so machen wir das. Ličević steht dabei und der passt einfach. Und Holpi schießt. Aber, naja. Hab so einmal kurz die Stimme dabei verloren. Und Doriax mit der Chance. Oh mein Gott, war der schlecht geschossen. Nee. So, 80. Minute, wir wechseln nochmal aus und zwar kommt Leitner raus und Albutat darf heute mal wieder spielen, ja. Ein bisschen defensiver ist vielleicht gar nicht so verkehrt und außerdem geht's bei Albutat auch noch um was. Jetzt der direkte Konter. Oh nein, Sultan Stieber, der Linksfuß. Boah, Reda, der Junge ist so ein Gott. Warum auch der Stieber da nicht geschossen hat, verstehe ich nicht. Ja, Linksfuß, perfekte Position, aber der passt ab. Und Reda, der Junge, den wir müssen unbedingt verlängern, ey. Oh, geiler Pass. Warum passe ich? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Pierre-Michel Lasogga, sehr stark von Meissner. Wagner kann sich durchsetzen, wie auch immer. So, Sandro. Wagner macht das entscheidende 2:0. Ja, das ist so. Ja, die Stärke hat der halt. Sehr stark, also die körperliche Stärke. Sehr stark von Wagner. Die kriegen ihn da nicht vorbeigetrennt. Und dann Deutsche Katscher ist, glaube ich, noch langsamer als Wagner. Und dann Wagner eiskalt, richtig stark, ja. HSV hat halt alles nach vorne geworfen und dann werden sie halt ausgekontert. Die Frage ist trotzdem, kriegen wir was Besseres für Wagner? Weil ich weiß nicht, ob ich die Gehaltsforderung von ihm bezahlen möchte. Also ob er uns auch noch so weiterbringt. Natürlich hat er jetzt, glaube ich, sein sechstes Saisontor gemacht, was halt auch nicht verkehrt ist. Ich bin mir so extrem unsicher. Aber das klären wir im nächsten Part. Hallo? Haben sie jetzt nochmal ausgewechselt? Aha. Jo, das Spiel ist zu Ende und wir gewinnen professionell 2:0. Das Spiel hat ordentlich was hergegeben. War eigentlich auch so eine, ja, was ist Konterstadt, aber eigentlich war es extrem offensiv von beiden Mannschaften. Allerdings kam es nie zu richtigen Torabschlüssen und natürlich Wagner hat dann wieder, ich sag mal, das, unseren Sieg eigentlich eingeleitet mit diesem, oh mein Gott, diesem perfekten Fernschuss. Der war ja mal so mega geil und damit lassen wir auch Hamburg ein bisschen weiter hinter uns noch. Also der Fernschuss war echt der Hammer und dann natürlich Wagner noch am Ende. Das war dann okay. Und ja, man sieht auch, beide Mannschaften eigentlich total ausgeglichen. Ja, Ballbesitz, wir hatten zwar einen Schuss aufs Tor mehr, dafür aber Hamburg dann so ein bisschen mehr Ballbesitz. Und ja, man merkt auch, beide Mannschaften haben sich richtig reingehangen. Eigentlich hätten heute beide Mannschaften gewinnen können.
Allerdings hatten wir halt diesen Lucky Punch von Leitner. Und der Junge hat schon öfter gezeigt, dass der das kann. Wir schauen jetzt nochmal auf die Tabelle. Und wahrscheinlich werde ich meinen Augen nicht trauen, aber ist so krass, ich weiß gar nicht. Ich habe eigentlich richtig Angst, nächste Saison international zu spielen. Wir sind Dritter. Ich habe da richtig Schiss vor. Ach Gott. Weil ich weiß nicht, ob es das Richtige für uns wäre. Ja, alte Check, über dich müssen wir auch noch reden. Ich weiß echt nicht, ob es das Richtige für uns wäre, wenn wir nächste Saison schon international spielen. Und ich habe ja jetzt schon ein bisschen schwerer gemacht. Ja, ich hoffe, der hat das auch gespeichert. Aber natürlich können wir da auch noch ein bisschen mehr rumspielen. Das sind eigentlich meine ersten Versuche auch daran, was zu machen. Aber das kann man ja dann mal nächste Saison könnte man darauf noch mehr zu sprechen können. Außerdem sind wir jetzt bei der, noch nicht mal bei der, obwohl doch, wir haben jetzt die Hälfte der Saison hinter uns, schließen jetzt Dritter ab mit 31 Punkten. Ich möchte den Abstieg vermeiden mit 40, ja, das sind nur 9 Punkte. Die haben wir bald, hoffe ich. Und ich glaube aber, dass die Rückrunde um einiges schwerer wird. Weil ich glaube, da unterschätzen uns die anderen Vereine nicht mehr so. Weil ich glaube, das haben sie teilweise getan. Und naja, auf jeden Fall würde ich mich über ein Däumchen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mir gehen wollt, dann lasst es einfach. Allerdings ist das für euch nicht viel arbeiten. Und der Typ, der hier hinter sitzt, heute ohne Facecam, der freut sich darüber extrem. Und wie gesagt, ich hoffe heute, allerspätestens morgen kommt dann noch so ein, ich sag mal, Transfervorschläge-Part. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben kaum Geld. Heißt, es geht eigentlich hauptsächlich darum, wen wir verkaufen und wie wir das sonstige machen. Beziehungsweise, wen wir vorhaben zu verkaufen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in diesem Part. Und ja, ich freue mich bis dahin, ne? Ciao.